Die Corona-Pandemie hat unser Leben und unsere Gesellschaft geprägt und verändert. Durch Covid-Maßnahmen und der Entwicklung der Impfung sind viele Menschen außerdem skeptisch geworden. Skeptisch gegenüber westlicher Medizin, der Pharmaindustrie oder gar der Regierung. Scheiß auf den Corona, den gibt's nicht. Ohne Viren hätte es keine Evolution gegeben. Diese Skepsis verhalf esoterischen Bewegungen während und nach der Pandemie zu größerer Beliebtheit. Eine davon ist die sogenannte Anastasia-Bewegung. In den letzten paar Jahren konnte Anastasia zahlreiche neue Anhängerinnen und Anhänger dazugewinnen. Aber was, oder besser, wer genau ist Anastasia und was ist an der Bewegung problematisch oder gar gefährlich? Darüber sprechen wir heute. Los geht's. Die Anastasia-Bewegung basiert auf einer Buchreihe des russischen Autors Wladimir Megre. Megre behauptet, einer Frau namens Anastasia während eines Spazierganges in der sibirischen Taiga begegnet zu sein. Laut dem Autor handelt es sich bei seinen Erzählungen also nicht um Fiktion, sondern um tatsächlich Erlebtes. Anastasia soll alleine im Wald leben, sich nur von Beeren ernähren. Sie sei eine gut aussehende, blauäugige, blonde Frau mit übernatürlichen Kräften, die mithilfe ihrer sogenannten Gedankenstrahlen Menschen heilen könne. Sie predigt gegen die Versklavung der modernen Industriegesellschaft, die sie selbst als dunkle Kräfte bezeichnet. Bei seiner Begegnung mit dieser Anastasia soll sie Wladimir Megre offenbart haben, wie der Mensch denn idealerweise leben soll. Und zwar im Einklang mit der Natur und Spiritualität. Eine Familie sollte einen sogenannten Familienlandsitz besitzen, dort leben und aus der konventionellen und modernisierten Gesellschaft aussteigen. Auf einem Hektar Land sollen Familien dann in einem Haus leben und sich von allem ernähren, was die Natur so hergibt. Man soll selbst Nahrungsmittel anbauen und diese dann auch ernten. Und ja, in Deutschland und Österreich gibt es mittlerweile einige solcher Siedlungen. Und am Papier klingt das jetzt auch erstmal nicht so unglaublich verwerflich. Stichwort autarke Selbstversorger und so. Die Anastasia-Bewegung wird in Österreich allerdings vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie wird als antisemitisch eingestuft. Wieso? Im 7. Teil der Romanreihe erklärt Wladimir Megre beispielsweise, JüdInnen seien selbst für ihre Verfolgung verantwortlich. Sie würden schließlich versuchen, so viel Geld wie möglich in ihren Händen zu konzentrieren. Die Demokratie wird unter einigen Mitgliedern gar als Dämonkratie bezeichnet und abgelehnt. Während der Pandemie wurden dann noch weitere antisemitische Verschwörungstheorien befeuert. Svetlana ist eine Anastasia-Aussteigerin. Sie ist mit der Bewegung das erste Mal bei einem Yoga-Retreat in Kontakt gekommen. Nach der anfänglich warmen und aufnehmenden Atmosphäre bemerkt sie allerdings recht bald, dass sie der Bewegung in vielen politischen Fragen nicht zustimmt. Es wirkt alles sehr Friede, Freude, Eierkuchen, alles im Einklang mit der Natur. Aber wenn man dann eben ein bisschen hinter dieses Bild schaut, dann merkt man relativ schnell, dass da einfach eine menschenfeindliche Ideologie verbreitet wird unter diesem Deckmantel. Also gerade, was eine sehr große Queerfeindlichkeit angeht, ja, dass irgendwie Transmenschen in einen Topf geschmissen werden mit Pädophilen und mit Menschen, die eben sexuelle Gewalt an Kindern ausüben. Das fand ich ziemlich furchtbar. Was Frauen anging, war das, sagen wir mal, dieses, also sehr viel benevolenter Sexismus, also so wohlmeinender Sexismus, das dann immer schön ausgedrückt wird, aber im Endeffekt ist er nicht weniger unterdrückend, sondern führt eher dazu, dass Menschen das nicht direkt als Frauenfeindlichkeit ansehen, die es ja eigentlich ist. Es gab sehr viele antisemitische Aussagen. Ja, ich glaube, so das mit das Heftigste, was ich gehört habe, war, Juden haben keine Seele, Juden kommen aus der Unterwelt und kehren nach ihrem Tod in die Unterwelt zurück. Aktive Anastasia-Mitglieder wollen von den Antisemitismus-Vorwürfen allerdings nichts wissen. Für sie sei das nur ein winziger Teil der Buchreihe, die nichts mit der eigentlichen Ideologie Megres zu tun haben soll. Die Bücher, die aus 10 Bänden bestehen, da sind vielleicht 2, 3 Kapitel, wo man drüber sprechen kann. Und aufgrund dieser Kapitel oder dieser Passagen wird eine komplette Buchreihe, sogar ganze Menschen, nur weil sie diese Bücher gelesen haben, in eine Schublade des Sozialnationalismus gesteckt. Es wird halt einfach die Schublade aufgemacht, Nazi, rechtsradikal, antisemitisch. Aber nur weil man diese Bücher liest, ist man ja nicht antisemitisch. Ines und Norman Kosin ließen alles hinter sich, um den Lehren Anastasias zu folgen. Sie machten sich vor 3 Jahren auf den Weg, um auf einem abgeschiedenen Bauernhof im Burgenland ihren eigenen Familienlandsitz zu gründen.
Bisher konnten sie aber niemanden davon überzeugen, sich ihnen dauerhaft in Österreich anzuschließen. Außerdem wurden sie von den Behörden aufgefordert, das Land zu verlassen, weil sie kein ausreichendes Einkommen vorweisen konnten, um zu bleiben. Wir haben die beiden übrigens angeschrieben und um ein Interview gebeten, bekamen aber keine Antwort. Die Interviews mit Norman und Ines Kosin stammen deswegen von den KollegInnen der Nachrichtenagentur AFP. In Österreich finden sich Landsitze wie der der Kosins bereits in Tirol und Oberösterreich. Im März haben wir versucht, ein Interview mit den Mitgliedern des oberösterreichischen Anastasialand zu bekommen. Allerdings auch hier Fehlanzeige. Wir wollten bei einem Event der Bewegung teilnehmen, der Tag-Nacht-Gleiche. Wir bekamen aber weder auf unsere Interviewanfrage eine Antwort, noch konnten wir einen Ansprechpartner ausfindig machen. Das hat uns allerdings nicht sonderlich überrascht. Die Bewegung ist gegenüber Medien nämlich äußerst skeptisch, da Medien wie der Standard eines von der Demokratie gesteuerten Systems entsprechen. Unsere Kollegin Vanessa Geig hat bereits 2019 einen Versuch gestartet, mit aktiven Mitgliedern der Bewegung zu sprechen, ebenfalls erfolglos. Und auch sonst bleibt die Bewegung verschlossen und kapselt sich vom Rest der Gesellschaft ab, insbesondere über Themen wie Bildung oder Medizin. Ulrike Schießer ist Geschäftsführerin der Bundesstelle für Sektenfragen und hat mit uns über genau diesen Aspekt gesprochen. Also unrein ist alles, was außerhalb liegt, also die technokratische Welt wird sie genannt. Das ist damit die Kombination aus alles, was so unsere moderne Gesellschaft ist, aber auch durchaus Demokratie wird eher skeptisch gesehen. Und das Reine ist oft so eine wie soll man sagen, eine romantische Natur, Verherrlichung. Wir sind seit Generationen sozusagen meines Erachtens nach degeneriert. Das heißt, der Mensch wurde verändert, ähnlich wie wir. Ja, also er wurde einfach durch Schule und Politik und durch Lebensweisen verändert. Und wir haben diese Naturverbundenheit einfach gar nicht mehr. Also hinter dieser wunderschönen zuckerrosa Utopie steckt halt sehr wohl ein sehr konservatives Familienbild. Es ist Antifeminismus, Antidemokratie drinnen, Antisemitismus, Rassismus. Und das Ganze ist aber in sehr feinen Dosen mit sehr viel schönen Dingen vermischt, dass es auf den ersten Blick auf gar nicht so sichtbar wird. Da kommen jetzt wieder Verschwörungstheorien rein, dass da irgendeine jüdische Weltverschwörung gäbe, die würde das alles kontrollieren und dann muss man sich loslösen und am besten auch die Kinder aus der Schule nehmen und sehr unter sich bleiben und das Ganze ist eine in sich abgekapselte Utopie und sowas kippt natürlich ganz schnell in eine grausliche Diktatur. Wie auch andere kultartige Bewegungen spricht die Anastasia potenzielle Mitglieder an, die sich in einer Lebenskrise befinden, überarbeitet sind oder einfach eine Gemeinschaft suchen, bei der sie sich verstanden fühlen. Ja, vorher war ich Vollzeit angestellt als Konditorin auf der Insel Sylt mit sehr viel Tourismus. Und wir haben eben entsprechend in einer Gegend gewohnt, wo, ich sag mal, das äußere Erscheinungsbild sehr wichtig ist. Und schickimicki, wie man so schön sagt. Wir haben da unser regelmäßiges Einkommen gehabt. Wir lebten sehr sicher. Wir hatten sehr viel Sicherheit, aber irgendwie das Herz war nicht glücklich. Irgendwas fehlte da und deswegen haben wir den Schritt gewagt, haben alles aufgegeben, sind hierher gegangen, um uns mehr mit der Natur zu verbinden. Auch Svetlana befand sich in einer schwierigen Lebensphase, als sie auf die Bewegung gestoßen ist. Direkt nach dem Berufseinstieg, ich bin damals im Burnout gelandet und habe einfach versucht, wieder in meine Mitte zu kommen sozusagen. Also das war teilweise so aktiv Urlaub, Erholung, teilweise vielleicht überlegen, wie man besser mit seinen Problemen zurechtkommen kann, wie man, sagen wir mal, einen Alltag aufbauen kann, wo man nicht die ganze Zeit an seinem, an seinem Belastungsmaximum vorbeischraubt, sondern eben mit sich selbst irgendwie im Reinen ist und einen Alltag hat, den man gut bewältigen kann, bei dem man sich auch gut fühlt. Laut Schätzungen gibt es in Österreich ca. 800 Anastasia-AnhängerInnen. Gibt es Potenzial, dass sich die Bewegung hierzulande verstärkt ausbreitet? Das sind einfach Menschen, die diese Bücher lesen und die Ideen davon interessant finden und oft ganz unabhängig voneinander versuchen, das zu verwirklichen oder Teile davon zu leben. Und sie treffen sich dann eher online in Lesekreisen. Aber es ist nicht so eine fixe Struktur, wo man sagen könnte, man wird Mitglied einer Gruppe. Interessenten dürfte es durchaus einige geben, aber Menschen, die das wirklich umsetzen, die versuchen, so einen Familienlandsitz auch zu gründen und nach diesen Prinzipien zu leben, gibt es ganz, ganz wenige.
weil es einfach auch wirklich ganz schwer ist, real zu verwirklichen. Die Anastasia-Bewegung teilt Ideologien, die sich mit dem Staatsverweigerer-Milieu überschneiden. Moderne Medizin und Technologie werden abgelehnt. Der Fokus liegt zwar auf der Naturverbundenheit, der Klimawandel wird jedoch geleugnet und als Verschwörung abgetan. Obwohl sich die Mitglieder der Bewegung auf ein paar hundert in Österreich beschränkt, ist ihre Ideologie offenbar alarmierend genug, damit der Verfassungsschutz sie beobachtet. Kennt ihr jemanden in eurem Umfeld, der sich mit den Anastasia-Büchern auseinandergesetzt hat, oder seid ihr schon einmal selbst damit in Berührung gekommen? Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen.